KF bekommen. KF braucht Verstärkung. Ungewöhnlicher Vorfall in einem Haushaltswarengeschäft. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Das Mädchen kommt hier rein, schaut sich kurz um und dann hat sich sofort eins davon diesen genommen. Ein Messer? Ja. Was hat sie mit dem Messer gemacht? Sie ist sofort wieder raus. Ich habe noch hinterhergerufen, aber da war sie schon weg. Und wann war das ungefähr? Das war so vor 10 Minuten etwa. Ich habe ja auch sofort bei der Polizei angerufen. Das war ja wie im Krimi. Das Mädchen, das war überall mit Blut verschmiert. Blut? Ja, die hat so einen weißen Pullover angehabt und der war überall mit roten Blutflecken und an den Händen hat sie es auch gehabt. War das Mädchen denn verletzt? Keine Ahnung, das konnte ich nicht sehen. Okay, informier erstmal die Spurensicherung, ja? Alex, schau dir das mal an. Hier ist Blut. Hier hat sie sich wahrscheinlich das Messer gegriffen und hier ist auch noch ein blutiger Fingerabdruck. Haben Sie irgendetwas angefasst? Nein, ich habe nichts angefasst. Okay, ja, dann ist der Abdruck höchstwahrscheinlich von der Frau. Hm. Wie alt war die Frau denn ungefähr? Das ist schwer zu sagen, aber Anfang 20, schätze ich mal. Ja, und können Sie das Mädchen näher beschreiben? Also abgesehen davon, dass sie einen blutverschmierten weißen Pullover anhatte, Größe, Figur? Ja, ich schätze mal so 1,70 vielleicht und war sehr schlank und braune Haare hat sie gehabt. Und eine enge Hose hat sie angehabt. Okay. In welche Richtung ist das Mädchen dann gegangen? Hier die Straße runter. Richtung Sophienkirche. Ich wollte noch hinterherrennen, aber ich kann ja den Laden nicht unbeaufsichtigt lassen. Alles klar, gut. Vielleicht kriegen wir die noch. Mist, die muss doch hier irgendwo sein. Ja, ich weiß es auch nicht. Vor allen Dingen, warum hat sie das Messer geklaut? Was hat sie denn vor? Das ist alles merkwürdig. Allerdings, sag mal, wo ist die bloß hin? Ja, lass uns weiter geradeaus fahren. Bei der Kirche war sie ja nicht und vielleicht ist sie hier irgendwo im Industriegebiet. Hier rechts vielleicht? Nee, geradeaus. Auffallen. Blutüberströmung mit dem Messer in der Hand. Ja, ich meine, selbst wenn wir sie nicht finden, dann finden die Kollegen sie vielleicht. Die Fahndung ist raus. Also viel weiter kann die gar Alex. Nicht gekommen sein. Hey, da ist sie. Hey, halt an! Halt an! Okay. Alex, sie hat das Messer in der Hand. Zeig mal. Ja. Hey, bleiben Sie stehen! Bleiben Sie stehen! Wir sind von der Kriminalpolizei. Lassen Sie das Messer fallen. Lassen Sie das Messer fallen. So ist gut. Okay. Was hatten Sie mit dem Messer vor? Wer sind Sie? Hey. Wie heißen Sie? Wie ist Ihr Name? Hallo? Gerrit. Okay. Ich rufe einen Krankenwagen. Ja, schnell. Hey. Wissen wir mittlerweile, was dem Mädchen fehlt? Sie wird immer noch untersucht. Frau Rietz ist gerade bei ihr im Krankenhaus. Ja, also, sie hat keine äußerlichen Verletzungen. Das heißt natürlich, dass das Blut an ihrer Kleidung von einer anderen Person stammen muss. Hat sie schon irgendwas gesagt? Gar nichts. Sie steht massiv unter Schock. Dann wissen wir noch gar nicht, wer sie ist. Keine Personalpapiere dabei. Wir drehen uns im Kreis. Aber Herr Naseband, wenn das Blut an der Kleidung des Mädchens von einer anderen Person stammt, das bedeutet doch, dass sie mindestens irgendwie eine Auseinandersetzung gehabt haben muss. Wenn sie nicht sogar jemand anders umgebracht hat. Naja, so weit würde ich gar nicht gehen, Herr Staatsanwalt. Vielleicht ist sie auch einfach nur Zeugin geworden eines blutigen Unfalls oder eines Verbrechens. Ja gut, aber warum hat sie dann dieses Messer in dem Geschäft gestohlen? Also, haben wir nicht irgendwelche anderen Erkenntnisse noch, die irgendwie mit dieser Geschichte zusammenpassen? Es gibt nichts, Herr Kagita, so rein gar nichts. Ach, hallo, Herr Staatsanwalt. Hallo, Frau Rietz, wie geht's dem Mädchen? Ja, naja. Das Mädchen wurde jetzt verlegt ins Landeskrankenhaus und steht unter Beobachtung und ist wohl noch ziemlich traumatisiert. Also das wird noch eine ganze Weile dauern, bis sie wieder spricht. Tja, super. Das heißt für uns natürlich abwarten. Abwarten und Kaffee trinken. Der Kaffee muss warten. Hallo, Herr Staatsanwalt. Hallo. Wir wissen, wer das Mädchen ist. Ah ja? Hier. Ihre Akte und einmal der KTU-Bericht. Danke. Die Fingerabdrücke, die wir im Geschäft sichergestellt haben, die sind in unserem System. Sina Jakob, 23 Jahre alt, vorbestraft wegen gefährlicher Körperverletzung. Vor 2 Jahren hat sie ihren Ex-Freund aus Eifersucht angegriffen. Mit einem Messer. Ganz genau. Allerdings wurde der Mann nicht so schwer verletzt. Sie ist aber immer noch auf Bewährung. Sie wohnt zusammen mit ihrer Schwester in der Kellerstraße. Kellerstraße?
Ja, das ist doch genau das Geschäft in der Nähe, in dem sie das Messer geklaut hat. So ist es. Ja, da würde ich vorschlagen, dass ihr da schleunigst mal hinfahrt. Hey, da ist voll laut Musik. Ich verstehe nicht, warum keiner aufmacht. Das kann doch nicht sein. Hallo, aufmachen, Kriminalpolizei. Das ist doch komisch. Hallo. Was ist denn jetzt schon wieder hier los? Geht das auch ein bisschen leiser? Anscheinend nicht. Wir sind von der Kripo, Ries, mein Kollege Herr Grass. Und Sie sind der Hausmeister? Ja, Frank Höppner ist mein Name. Hat sich jemand über den Terror hier beschwert? Was für ein Terror, meinen Sie? Na ja, heute früh, als ich bei mir oben Zeitung lesen wollte, da hat eine von diesen Jakobsschwestern total hysterisch geschrien, also quasi wie am Spieß. Ja, und was haben Sie dann gemacht? Haben Sie nachgeguckt? Ja, ich bin ja da gewesen. Ich habe hier geklingelt wie blöde, aber da hat keiner aufgemacht. Also keine Reaktion? Nein, überhaupt nichts. Aber das ist völlig normal. Also da ist immer irgendwas. Und dann bin ich nachher wieder gegangen. Um wie viel Uhr war das denn mit dem Geschrei? Tja, lass mich überlegen. So gegen 8:45. Und diese grässliche Musik, die läuft übrigens auch schon die ganze Zeit. Herr Höppner. Höppner, mein Name. Herr Höppner, ja. Haben Sie vielleicht einen Zweitschlüssel für die Wohnung? Ja, natürlich. Auch dabei? Den habe ich dabei, immer dabei. Mal schauen. Diesen hier, glaube ich, der ist das. Chef. Wir gucken mal nach, aber Sie bleiben besser draußen. Ja, 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 natürlich, natürlich. Kriminalpolizei. Ist jemand zu Hause? Alex, komm schnell! Oh Gott. Ist sie tot? Dann war sie diejenige, die so geschrien hat. Sie musste die Schwester des verwirrten Mädchens sein. Hier, guck dir mal das Foto an. Mann, Alex, das gibt's doch nicht. Die bringt doch nicht ihre eigene Schwester um. Auch wenn alles darauf hindeutet, wir wissen es ja noch gar nicht sicher. Und das Blut an Ihrer Kleidung? Das muss erstmal untersucht werden. Okay. Ich rufe erstmal die Spurensicherung und den Doc. Mord? Ja. Haben Sie denn außer dem Geschrei sonst noch irgendetwas mitbekommen? Nee, aber bei der lauten Musik ist das ja kein Wunder. Was können Sie mir denn über die Schwestern erzählen? Ja, wissen Sie, ich habe ja nicht viel mit denen zu tun. Aber die beiden Mädels, glaube ich, haben nicht das beste Verhältnis miteinander. Und die streiten sich ständig. Und zwar so laut, dass man das hier im ganzen Treppenhaus hören kann. Und wissen Sie was über die Angehörigen? Die Eltern? Die Mutter habe ich mal getroffen. Die zahlt übrigens auch die Miete von den beiden. Aber sonst weiß ich nichts. Das ist Tatort, Fem. Wir haben bis jetzt keinerlei Einbruchsspuren gefunden. Okay, danke. Alex, es spricht doch alles dafür, dass die Schwester die Täterin ist, oder nicht? Hier liegen überall Wertgegenstände rum. Hätte jemand anders doch mitgenommen. Ja. Doc, was kannst du uns denn schon sagen? Tja, also der Frau wurde zweimal in den Brustkorb gestochen, ziemlich massiv. Der eine Stich ging wohl direkt ins Herz. Ungefährer Todeszeitpunkt? Wie es aussieht, ist das Ganze maximal 2 bis 3 Stunden her. Also so zwischen 9:30 und 10:30. Ja, das passt doch. Der Hausmeister will das Geschrei gegen 8:45 gehört haben. Ja, und 15 Minuten später ist die Frau im Laden erwischt worden. Ja. Das macht doch gar keinen Sinn. Warum klaut die ein Messer? Jetzt mal ehrlich, wenn die wirklich ihre Schwester umgebracht hat, warum klaut die ein Messer? Alex, du hast doch gesehen, wie verwirrt die Frau war. Ja, trotzdem. Weißt du, was ich glaube? Vielleicht hat die beobachtet, wie ihre Schwester umgebracht wurde. Und dann ist die amok gelaufen. Dann hat die dieses Messer geklaut und wollte den Mörder ihrer Schwester umbringen. Oh Gott. Das ist unglaublich. Das ist einfach nur schrecklich. Das tut mir wirklich sehr leid mit Ihrer Tochter, Frau Jakob. Wissen Sie, ich hätte niemals gedacht, dass meine beiden Mädels, dass es mit den beiden so weit kommt. Aber
Meine Sina hat mir immer schon Probleme bereitet. Sie war als Kind schon auffällig, hyperaktiv und viel zu aggressiv. Und dann vor 2 Jahren, dass diese Geschichte mit ihrem Ex-Freund. Ja, ich weiß. Sie hat ihn mit einem Messer angegriffen. Ganz genau. Sina ist einfach viel zu jähzornig. Ich hätte ahnen müssen, dass mal was Schlimmes passiert. Wie meinen Sie das? Sina hat immer schon Schwierigkeiten gehabt. Und ich hatte einfach die Hoffnung, dass sie sich mal ändern würde, wenn sie mit ihrer Schwester zusammenzieht. Weil Lynn war einfach vernünftiger. Sie war viel disziplinierter und so ehrgeizig. Sie hatte neben ihrem Studium auch als Model gearbeitet. Sie hat gemodelt? Können Sie mir sagen, für welche Agentur sie gearbeitet hat? Das weiß ich nicht so genau. Hatte sie irgendwelche Probleme? Nein. Wie war denn das Verhältnis der beiden Schwestern zueinander? Ja, wie halt Schwestern so sind. Mal lieben sie sich, mal hassen sie sich. Also, das Blut an Sinas Pullover stammt eindeutig von Lynn. Gott! Also, das muss ja nicht heißen, dass sie irgendwas mit der Tat zu tun hat. Vielleicht ist sie nur Zeugin geworden. Sie müssen mich jetzt unbedingt gehen lassen. Ich muss in die Klinik. Ich muss es irgendwie aufklären. Frau Jakob, bitte bleiben Sie sitzen. Das ist keine gute Idee. Ihre Tochter ist schwer traumatisiert und der Zustand ist unverändert. Wir werden alles tun, um herauszufinden, was passiert ist. Das verspreche ich Ihnen.